von 37,50. Lazento ist drin, Global Cloud kommt heran, dann noch Silken Mary und Alpinio ist außerhalb. Alpinius ist startklar, Silken Mary geht vorwärts. Silken Mary in der Box, das fällt unter Starters Order. Und Boxen auf zum Wetstar, die Ehrennen über 1600 Meter. Richtig geschlossen, die Kandidaten abgekommen, guter Start von Global Cloud, auch Gainsborough Head vorne abgekommen, Lazento, der Favorit, ist ebenfalls vorne mit zu sehen. Guter Start auch von Valdana, die hat die vierte Position inne vor Veria mit Silken Mary außen vor Tour Sonio, innen an der Hecke galoppiert Dantes. Drei Längen Abstand bis zu Leipzig, nochmals drei Längen bis zu Feuerblume und Alpinius an letzter Position. So sind die Pferde ca. 1100 Meter vom Ziel entfernt. Die Spitze bei Gainsborough Head unter Josef Boyko. Er bringt die Kandidaten gleich in den Dahlwitzer Bogen hinein. Sein zweites Pferd ist in zweiter Spur Lazento vor der Programm Nummer 9 Valdana mit Silken Mary außen galoppierend vor Global Cloud. Dahinter dann Dantes an der Innenseite mit Veria. Kleine Lücke zu Tour Sonio mit Leipzig, Feuerblume und Alpinius an letzter Position. Die Pferde durch den Scheitel des Dahlwitzer Bogens bereits hindurch und Gainsborough Head hat weiterhin die Spitze. Gainsborough Head vor Lazento mit Silken Mary außen in dritter Spur und Position vor Valdana mit Global Cloud dahinter. Veria dann an sechster Stelle. So sind die Pferde in die Zielgerade eingekommen. 400 Meter noch bis zum Ziel. Gainsborough Head an der Hecke mit der Spitze. Aber in der Bahnmitte hat Lazento bereits die Führung übernehmen können. Global Cloud setzt nach. Mehr in der Bahnmitte ist Silken Mary zu sehen. Dahinter Valdana und Dantes an der Innenseite. Vorne aber Lazento, der Favorit vor Global Cloud. Dahinter Silken Mary und Dantes kommt an der Innenseite näher. Vorne aber Lazento mit Eddie Pitterossa wird sein dritter Sieg am heutigen Tag. Noch 50 Meter bis zum Ziel. Lazento ist voraus. Dantes ist der Angreifer. Global Cloud dahinter dritter. Lazento gewinnt vor Dantes. Global Cloud. Dahinter dann vierter Silken Mary vor Valdana, vor Veria. Dann Leipzig mit Alpinius, Lücke zu Feuerblume vor Gainsborough Head und hinten Miki Kadidou aus dem Bügel auf Tour Sonio. Und hier die vorläufige Platzierung zum siebten Rennen, zum Wetstar DE-Rennen. Der Sieg geht an die Programm Nummer 1, an Lazento, geritten von Eduardo Pedrosa. Auf dem zweiten Platz die Programm Nummer 3, Dantes unter Borjan Mosabayev. Drittes Pferd die 7, Global Cloud unter René Picholek. Und viertes Pferd die 12, Silken Mary unter Martin Seidel. Fünftes Pferd dahinter die Nummer 9. Die vorläufige Platzierung zum siebten Rennen, die 1 vor der 3, der 7, der 12 und der 9.
Hier ist unser Siegerteam vom Wetstar.de Rennen, die Programm Nummer 1, Lazzento unter Eduardo Pedrosa. Damit setzt sich erneut ein Favorit am heutigen Tag durch, Lazzento. Für den Rennstall Wöhler, Trainer Andreas Wöhler und der Jockey Eduardo Pedrosa mit 3 Siegen am heutigen Tag. Der Rennstall Wöhler ist auch der Züchter des 3-jährigen Haber Watch Sohnes. Somit geht es zur weiteren Siegerehrung für Eddie. Nach seinem erfolgreichen Aufenthalt über Winter in Katar geht es hier in Deutschland richtig gut los für Eddie Pedrosa. Auf Lazzento, Lazzento. Und nochmals auf der Leitung.